Habt ihr schon mal was vom Hammelsprung im Bundestag gehört? Prefacts von der Fraktion der Freien Demokraten. Straight out of Bundestag. Der Hammelsprung steht für ein ganz besonderes Abstimmungsverfahren im Bundestag. Das kommt zum Einsatz, wenn erstens die Handzeichen der Abgeordneten kein eindeutiges Abstimmungsergebnis erkennen lassen oder zweitens Zweifel an der genügenden Anzahl an Abgeordneten im Plenarsaal bestehen. Tritt eine dieser Situationen ein, ertönt auf allen Gängen im Bundestag dieses Geräusch. Und ein rotes Licht an den Uhren beginnt zu blinken. Das heißt für die Abgeordneten vor allem eins, rennen, und zwar schnell zum Plenarsaal. Dann beginnt der Hammelsprung. Die Abgeordneten gehen alle in den Flur vor den Plenarsaal und kommen dann einzeln durch eine der drei Türen wieder rein. Die Türen repräsentieren dabei natürlich Ja, Nein und Enthaltung. So wird gezählt, ob die erforderliche Mindestanzahl für die Beschlussfähigkeit mehr als die Hälfte gegeben ist und wie das Ergebnis am Ende lautet. Klingt alles ganz schön aufwendig. Zum Glück ist der Hammelsprung nur selten notwendig. Aber er ist wichtig, um sicherzustellen, dass alle Abstimmungen rechtmäßig sind.